Medien, Verfassungsschutz, Behörden konstatieren seit Jahren eine wachsende Bereitschaft in einem Teil der Klimabewegung zur Gewalt. Das ist eine Nachricht aus dem Jahr 2019. Verfassungsschutz warnt vor Linksextrem bei Klimademo. Hamburger Abendblatt, 18.09.2019. Etwas neuer aus dem Jahr 2021. Die unübersehbare Radikalisierung bei Fridays for Future aus der Welt. Und hier Bayerischer Rundfunk aus dem 3. Dezember 2022, also sehr neu. Verfassungsschützer warnen vor Unterwanderung von Klimaschützern. Das sind also alles Mainstream-Medien. Dennoch hat das Ganze kaum eine Wirkung in der Öffentlichkeit gehabt, weil die Öffentlichkeit, also ein wichtiger Teil der Öffentlichkeit, scheint irgendwie hypnotisiert zu sein. Sie sind der Auffassung, dass diese ganze Bewegung irgendwie völlig unschuldig, naiv, sie können nur das Gute anstreben und böse Gedanken haben sie überhaupt nicht. Ja? Das kann sich möglicherweise jetzt geändert haben, nachdem alle Leute oder jeder das wollte, eben die Szenen aus Lützerath sehen konnte, die wirklich unglaublich waren. Ich werde hier weiterhin nur Mainstream-Medien berichten. Wenn Sie natürlich jetzt in Blogs gehen und so, da werden Sie viel heftigere Sachen lesen können. Aber ich berichte von der heutigen FAZ, die das Ganze etwas zusammenfasst aus den letzten Tagen, also seitdem diese ganzen Proteste in Lützerath angefangen haben. Und so heißt es. Im Verlauf der Großkundgebung in Lützerath am Samstag und bei der Räumung des Weilers sind bislang mehr als 70 Polizisten verletzt worden. Während vielerorts der Protest gegen den Abriss des Dorfs und gegen den Braunkohleabbau friedlich verlief, es wird immer wieder gesagt, ja, es war friedlich, aber es gab da doch einige Fälle. Man merkt, dass das ist so eine Art Gehirnwäsche, die da ist. Ja? Das heißt, normalerweise würde man ja an Veranstaltungen, an Protesten, würde man ja auf die Gewalt fokussieren, aber hier nicht. Hier wird das Friedliche betont, aber es gab eben auch das andere. So wird das immer hier dargestellt, ganz im Gegensatz zu anderen Protesten. Ja, kam es vor allem an der Abbruchkante zum Tagebau und am Zaun rund um Lützerath zu Konfrontationen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten. Das ist tatsächlich so der Fall gewesen. Ich habe da auch sogar darüber ein Video gemacht, nach dem Ende der Proteste vom Samstag. Und da war ganz klar, dass das auch unglaublich gut organisiert war. Und man gewann wirklich auch den Eindruck, dass diese Gewalt eigentlich Teil des Konzeptes war. Denn deshalb ist ja auch das Ganze so medienstark geworden ist. Dadurch ist überhaupt ein Medienhype entstanden. Alle Medien wollten dabei sein, wollten eben filmen, wie da Molotow-Cocktail fliegen, etc. etc. Ja, und so war das überall in den Schlagzeilen. Ja, und aber trotzdem hat das jetzt nicht diesen Nimbus irgendwie etwas ruiniert. Ja, ja, das ist alles friedvoll und ganz naiv und das sind Menschen, die wollen ja nur irgendwie das Gute haben etc. Das ist unglaublich, obwohl, wie gesagt, seit Jahren weiß man, dass ein Teil von diesen Leuten wirklich radikal sind. Und ja, es ist in einem sehr langen Artikel in der FAZ, ich werde das Ganze nicht vorlesen, das ist sehr lang. Ja, aber zum Beispiel, da merkt man, es sind völlig andere Beurteilungs Charakteristika für diese Leute. Ja? Also Dinge, die normalerweise bei jeder anderen Gruppe man das als äußerst negativ darstellen würde, spielt hier keine Rolle. Zum Beispiel, die sagen hier, aus ganz Deutschland haben sich Leute organisiert, um dahin zu fahren, und zwar wie über Telegram-Gruppen. Und das wird einfach so konstatiert. Egal bei anderen Gruppen, wenn die sich alle in Telegram organisiert hätten, ja, sehen Sie, das ist alles bei Telegram. Telegram böse. Aber bei denen spielt das keine Rolle. Das ist völlig egal. Ja, so, aber das Ganze war natürlich so heftig, dass selbst die FAZ eigentlich ein bisschen versucht, objektiv zu sein. Und die sagen, ja, okay, die haben sich mit einer ganzen Reihe von Leuten unterhalten, schon in den Zügen dahin und so weiter. Und die sagten, ja, alle, nee, das ist alles ganz friedlich und die Gewalt wollen wir auf keinen Fall haben, denn das würde unser Ziel schaden und so weiter. Und da selbst die FAZ muss dann konstatieren, am Ende wird die Demonstration ganz und gar nicht friedlich bleiben. Wegen die Räumung des besetzten Weilers seit Mittwoch schneller und ungefährlicher ablief, als die Polizei befürchtete, kommt es im Laufe des Samstags zu Ausschreitungen mit Verletzten. Ja, das konnte auch jeder sehen. Also in Twitter ist es ganz viele Kurzvideos, die man im Handy aufgenommen hat und so. Rund 1000 der schätzungsweise 20.000 Demonstranten versuchen, Polizeiketten zu durchbrechen und nach Lützerath zu kommen. Und das ist sogar noch wenig, denn eine andere Pressemeldung sagt, dass gerade an der Abbruchkante waren 10.000 Demonstranten und
1000 davon, das heißt 10% davon, waren gewaltbereit. Und 200 von diesen gehörten dem Schwarzen Block. Also das sind ja wirklich fast paramilitärische Leute, die da dort waren. Ja? Und da heißt es weiter, dann unterhalten sie sich, ja, wie seht ihr das mit der Gewalt und so weiter, wie ist das und so. Und dann sagt er, einer sagt, er sei überzeugt, dass Gewalt dem Anliegen nur schade. Ja, hier werden Demonstranten interviewt. Auch von Festkleben auf Straßen hält er nichts. Bei manchen Gruppenmitgliedern, also Teilnehmer von diesen Gruppen, die aus ganz Deutschland dahin gefahren sind, klingt das anders. Sie sagen, dass sie die Entschlossenheit der Besetzer bewundern. Das heißt, sie sehen, es ist so eine heroisch ist das, ja, das sind Helden, ja. Dass sie eine abermalige Besetzung zwar eigentlich nicht gutheißen, aber sie andererseits natürlich helfen würde, den Beginn der Arbeiten bis Anfang März zu verzögern. Und dann springe ich ganz zum Ende der Reportage und dann wird es interessant, denn die befragen dann die Ersten, die sie befragt haben, die ganz klar gesagt haben, das muss alles friedlich sein, auf jeden Fall. Aber selbst die sind in ihrer Meinung jetzt etwas wackelig geworden. Die sagen nämlich, findet Emma das gut, dass da passiert ist. Emma ist ein Fake-Name. Die haben die Namen von den Leuten hier geändert. Das zu beantworten, finden sie voll schwierig. Gewalt lehne sie ab. Emotional verstehen könne sie es aber schon. Dass der Staat das so verteidigt, da fühlt man sich ohnmächtig als Aktivist. Das heißt, man versucht, wie es irgendwie geht, diese Ausschreitung zu verteidigen, ja, und zwar auch von den Aktivisten, ja, nicht Aktivisten, die Anführer, die ignorieren das gar nicht, für den ist das völlig egal. Ich habe bis jetzt keine einzige Distanzierung oder keine ernsthafte Distanzierung von den Anführern und von den wichtigen grünen Politikern sowieso nicht, ganz im Gegenteil, Sie werden das gleich sehen. Und zum Beispiel heißt es hier auch über eine sehr bekannte Aktivisten aus Schweden, ja, da kommentiert die FAZ, ich möchte die Dame nicht nennen, ja, aber diese Dame beklagte lieber die angebliche Polizeigewalt, rief zu weiteren Widerstand auf. Schließlich sei der Kampf um Lützerath noch nicht vorbei. Aber über die ganzen gewalttätigen Demonstranten Lützerath, da sagt sie kein einziges Wort. So schwarz-weiß sieht die Welt der Klimaaktivisten also aus. Die Guten kämpfen gegen die Bösen, nur ist Lützerath nicht der Ort, an dem sich das Schicksal der Erde entscheidet. Und ich ende dann dieses Video mit einem Zitat von einer grünen Bundestagsabgeordneten. Da können Sie sehen, wie die eingestellt sind. Für den ist das ein Kampf, also für den ist es praktisch wie ein Krieg, das Ganze. Ja? Und zwar, das ist Frau Emilia Fester, ich werde hier die meine E-Mail hier ausnehmen. So, Emilia Fester, das hat man mir geschickt, aber das war ganz oft in Twitter, konnten Sie das ganz oft sehen. Und zwar, sie sagt, immer noch harren wir 10 Meter hinter der Frontlinie. Ja, als ob das hier ein Kampf wäre, das ist so ein Krieg praktisch, ein Schlacht. Hier gibt es soweit keine Bewegung mehr und beidseitig keine Verhandlungsmasse. Überlegen Sie, wie sie sich ausdrückt. Ja. Diese Dame, diese Frau Fester, hat für diese ganze Räumung, für das ganze Abbaggern der Kohle in Lützerath zugestimmt. Und jetzt äußert sie sich so. Da merkt man, das ist denen völlig egal, das Ganze. Ja? Das heißt, für den ist Ideologie das Allerwichtigste und das einzig Gültige. Und das wollen sie durchsetzen. Die Aktivisti, das ist gendern, so gendern die, ja, wollen rein, die Polizei darf sie nicht einlassen. So bleibt uns ParlamentarierInnen. Also sie sagt, sie geht da halt dorthin als Abgeordnete, als Parlamentarierin, als Vertreterin des Deutschen Bundestags, als Mitglied. Nicht anders übrig, als hier zu bleiben und zu dokumentieren. Und dann am Abend des Sonntags konnten dann auch diese ganzen Leute, also Grüne und Aktivisten, auch wieder bei der Talkshow von Anne Will genau ihren Stand der Dinge darstellen. Ohne Probleme. Überlegen Sie, das wäre in jeder anderen Konstellation nicht möglich. Ja? Und das ist wirklich gefährlich, weil diese Klimabewegung hat eine unglaublich starke Anziehungskraft auf Kinder und Jugendliche. Ja? Und obwohl, dass die Zustände dort sind, ja? Also das ist einfach unfassbar, dass diese Leute so eine Unterstützung haben, beziehungsweise, dass diese ganzen Dinge, diese komplizierten Dinge, diese ganze Gewalt, die wird völlig ausgeblendet, ja, und die spielt keine Rolle in der ganzen Einschätzung, in der ganzen Bewertung dieser ganzen Klimabewegung. Das ist schlicht und ergreifend ein Skandal. Vielen Dank.